Liebe Einbrecherinnen, liebe Einbrecher, willkommen zurück zu Thief Simulator 2. So, wir sind gerade hier in der Madison Street bei Haus Nummer 6 und versuchen gerade mal so ein bisschen was über die Mieter rauszufinden. So zum Beispiel, immerhin ein bisschen. Aber mehr sehe ich gerade nicht. Gut, gut, wir dürfen natürlich nicht zu weit wegfliegen, ist klar, kennt man. So, die Kamera nervt auch. Können wir mal eben ausschalten. Ne, mehr sieht man tatsächlich nicht. Schade, denn wir haben noch einen Unbekannten, eine unbekannte Person. Wenn wir mal eben gucken, Notizen, Haus 106, Olivia, die ist noch unbekannt, wissen wir nicht, was sie macht. Wie es aktuell aussieht, wäre wahrscheinlich der klügste Zeitpunkt einzusteigen, so gegen 5 Uhr. Da ist Olivia außer Haus. Julia schläft, das Freddy macht, wissen wir nicht, leider. Vermutlich oder hoffentlich schläft er dann auch. Dann könnten wir da auf jeden Fall ein paar Fotos machen. Das müssen wir nämlich machen. Fotos in 106. Können natürlich auch einfach mal so versuchen, spaßeshalber einzusteigen. Denn ich habe bis jetzt immer relativ wenig riskiert eigentlich. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Im schlimmsten Fall werden wir geschnappt. Okay, da müssen wir Fotos machen, da müssen wir Fotos machen. Mal gucken, was uns hier so erwartet mitten am Tag. Das könnten wir natürlich auch zerstören, aber wozu? Das machen wir jetzt nicht. Aha. So, hier sind wir also in der Garage, okay. Irgendjemand läuft hier noch rum. Das heißt, den haben wir noch nicht entdeckt. In dem Fall müsste es ja Olivia sein dann. Okay, die ist da im Zimmer bis 15 Uhr, kommt dann aber hier hin. Da ist doch... Siehst du mal, so einfach kann es sein. Okay, wir wurden gesehen. Gut, wir sind weg. Ciao. Wir klettern zu euren Nachbarn. Nee, doch nicht. Wir klettern auf die Straße. Okay. Aber wenn wir gerade mal hier sind. Nee, die Routinen kennen wir. Okay. Aber. Unbelievable. Ja, doch, kennen wir von beiden. Okay, gut. Lohnt sich nicht, hier irgendwas zu machen. So, die sind in Alarmbereitschaft, weil wir wurden gesehen und die Tür ist offen. Gut. Dann ziehen wir mal ganz kurz den alten Opa hier ab, falls der irgendwas hat. Kamera, Nexon, sehr schön. Genau, wir wollten mal eben gucken. Haben es jetzt hier, 15 Uhr. Drei Leute, ist natürlich auch heftig, ne? Hinterhof, Gästezimmer, wieso ist das eigentlich so? Hier, die schlafen 2 Stunden, dann sind sie halt 1 Stunde im Badezimmer. Okay, muss er wahrscheinlich auf Klo nachts und schläft dann weiter, na gut. Aber Freddy, was macht der gute Freddy? Wir müssen irgendwie bei 106 weiterkommen. Das Auto erkennt uns, deswegen müssen wir dem den Rücken zudrehen. Aha, Routinen kennengelernt, sehr gut.
Moment, irgendjemand kommt auch gleich nach Hause. Und zwar Freddy. Obwohl wissen wir nicht, ob er gleich nach Hause kommt. Das beobachten wir mal eben. Um 17 Uhr wissen wir nicht, was Freddy dann macht. Schauen wir einfach mal. Kennen wir alles, kennen wir alles. Gleich ist es 17 Uhr. Mal gucken, ob dann jemand nach Hause kommt. Ja. Okay. Haben wir auch direkt von ihm ein paar Routinen kennengelernt. Sehr gut. Dann haben wir hier noch den unbekannten Slot und hier. Freddy um 3 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen einfach mal bis 3 Uhr und gucken dann mal, ob Freddy dann auch noch friedlich im Bett liegt. Das machen wir natürlich in unserem Auto dann. Kurzen Zeitraffer. So, genau, bis, was hatte ich jetzt gesagt? 3 Uhr war es, glaube ich. Schauen wir mal. So, auf geht's, an die Arbeit. Nanu, wo will sie denn hin? Ist irgendjemand außer Haus um 3 Uhr? Scheinbar. Okay, dann würde ich sagen, was soll's. Okay, Julia geht um 4 einmal ins Bad. Okay, mal gucken. Wir haben auch alles unten, leider. Ist die jetzt einfach vom Bett ins Bad teleportiert worden? Okay. Gut, aber die geht dann ja gleich wieder schlafen. Wir wissen aber nicht, wann ihr Mann aufwacht. Das wissen wir leider nicht. Aha. Geht jetzt hoffentlich wieder schlafen, ja. Gut. So weit, so gut. Dann. Nö, die tüdelt noch ein bisschen im Schlafzimmer rum. Okay. Das auf jeden Fall. Dann kann das eigentlich wieder weg. Und sie geht doch jetzt einfach wieder schlafen, Madame. Sehr gut. So zum Beispiel. Hier haben wir nochmal einen Flachbildfernseher, den wir aber tragen müssten. Will eigentlich mal eben die letzte Routine kennenlernen von. Von ihm hier. Oder? Ist sie das gar nicht? Wohl nicht. Okay. Dann müssen wir mal eben ein Foto machen. Hören die das? Wohl nicht. Aber der eine ist doch außer Haus. Dann müssen wir hier doch. Irgendwie die letzte Routine haben. Von einem der beiden. Verstehe ich nicht. Na gut. Gucken, ob wir es noch schaffen, den Safe zu knacken.
Sehr gut. Aber es hat nicht geklappt, oder? Nochmal. 63, 27. So, und 24, genau. Filmkamera. Gut. Wir wissen nicht, wann der andere Kollege da aufsteht, also. Warum auch immer wir das jetzt nicht rausfinden konnten. Können wir das Skateboard noch mitnehmen? Hallo, leg doch mal irgendwo kurz den Fernseher ab, Mensch. Ist doch bestimmt auch was wert. Stufe ausgestiegen. Projektor, sehr schön. Bargeld gehört natürlich auch uns. Also gehört nicht uns, aber wir nehmen es mit. So. So. Der Fernseher, der geht jetzt bestimmt noch. Anwohner hat eine offene Tür gefunden. Na sowas. Mieter hat dich gehört. Ist nicht schlimm. Wir sind schon über alle Berge. So. Macht es was, wenn man mit einem gestohlenen Fernseher einfach hier langläuft? Ich glaube nicht, oder? Dann gehen wir mal Richtung Auto. Haben wir... Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Haben wir eigentlich alle Fotos gemacht, die wir brauchen? Weil irgendwie ist unsere Quest nicht weitergegangen. Wir laden mal kurz den Fernseher auf. Und dann gucken wir mal. Ich dachte, ich hätte da alle Sterne quasi fotografiert. Einbruchschutz, der nachts aktiviert. Da unten. Was? Ups, du kommst auch gerade nach Hause. Die sind alle alarmiert und ich... Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie noch in den Keller. Das Dienstmädchen hat Pfefferspray. Oh, die sind ja richtig in Alarmbereitschaft, da. Okay. Gut. Dann, wie sieht's denn gerade aus? Julia schläft noch bis 9. Und Olivia ist in der Küche. Und der andere müsste eigentlich außerhalb des Hauses sein. Verlässt wohl gerade das Haus. Nur die Frage, wie kommen wir in den Keller? Ist irgendwann irgendjemand im Keller in nächster Zeit? Küche und Schlafzimmer, Badezimmer, okay. Also nochmal rein. Ah, oder ist der Keller hier? Hier war ja auch noch eine Tür. Bin ich eben nicht weitergegangen. So. Das sieht gut aus. Und auch noch eine fette Beute. Zack, Schreibmaschine. Bisschen Musikinstrumente mitnehmen. Alter Toaster. Teekanne geht nicht mehr. Rucksack ist voll. Dann holen wir schnell unser Smartphone raus und schießen ein Foto. Damit müssen wir dann die Quest komplett haben. Ein Gästezimmer? Das ist doch die Garage. Das ist doch kein Gästezimmer. Das ist doch die Garage. Nee, da ist noch ein Zimmer. Tatsächlich. Okay. Oh. Oh. Die saß gerade auf Toilette, da habe ich sie gestört. Das tut mir leid. Aber wir haben alle Fotos gemacht. Wieso sitzt sie auch mit offener Tür auf Toilette? Ich bitte dich, ne? Selber schuld, wenn sie mich dann da lang gehen sieht. Where could he be, God damn it?
Ist es eigentlich safe, dass man in Mülltonnen nicht gefunden werden kann? Oder gucken die da trotzdem manchmal rein? Das weiß ich gar nicht. So, also wir müssen jetzt Autodiebstahl Stufe 1 lernen und ein Autoschloss Dietrich kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, sind wir schon wieder eine Stufe aufgestiegen zwischenzeitlich? Ja. Das heißt, wir können jetzt Autodiebstahl lernen, sehr schön. Dann kommt auch bald Elektronik. Okay, cool. Autodiebstahl schon mal gelernt. Einen Sonderpunkt haben wir auch noch. Aber können wir gar nicht einlösen, weil unser Level dafür zu niedrig ist. Würde eh fast den Hörbereich minimieren, oder? Oder alle Artikel für 25% mehr verkaufen, ist natürlich auch cool. Menschen werden nach dem Niederschlagen betäuben 1,5 mal länger ohnmächtig sein. So brutal bin ich doch gar nicht, Mensch. Also, kann die Polizei mal wieder die Biege machen, bitte? Damit wir ins Versteck zurück können. Okay. Habt ihr es jetzt? Komm, bevor ich jetzt den halben Part hier in der Mülltonne verbringe. Sehr gut. Dann auf zum Auto. Haben wir auch noch einen dicken Fernseher aufgeladen, den wir verkaufen können. So. Du hast gerade dein Autogas für 70 Dollar aufgefüllt. Ach, das muss man auch machen. Das ist ja verrückt. Okay. 70 Dollar, aber gut. Damit kann ich leben. Also gut. So, wir lernen einmal wie immer unseren Rucksack. Obwohl, nee, wieder nur die von Black Bay. Rest verscharren wir. Projektor. Das war's, glaube ich, auch schon, oder? Lageplan können wir nicht verkaufen. Gesperrtes Smartphone auch nicht. Laptop auch nicht. So, dann haben wir den Projektor für 90. Die Schreibmaschine für 450. Den Toaster für 63. Bisschen Musikinstrumente. Und die Filmkamera für 1350. Sehr schön. Damit können wir uns ziemlich sicher auch ein Autoschloss Dietrich leisten, oder? Steel Gear, Autoschloss, die. Oh, aber 5000, Alter. Ja, krass, okay. Aber kein Thema, wir haben das Geld. What's with the silence, man? You cutting me out? Remember, I want my part as well. You need my help. So, we're stealing a car, I see. Just make sure to open the gate last. It'll make some noise. Klaue das rote Haus bei 106 und fahre nach Hause. Das, okay. Gut, klauen wir das rote Haus, kein Thema. Gut, wir sollen uns das rote Auto klauen. Wir gucken uns mal kurz das Tutorial an. Autodiebstahl, ältere Autos. Ältere Autos zu stehlen sieht so aus. Du öffnest das Schloss mit einem Werkzeug, steigst dann ins Auto ein und schließt alle Kabel in der richtigen Reihenfolge an, je nach Zündkerzen. Benutze rechte Maustaste, linker Stick zum Starten. Okay. Aber in welcher Reihenfolge muss man die dann anschließen, die Drähte, frage ich mich gerade. Und das Garagentor sollen wir als letztes öffnen, denn das macht viel Lärm. Okay, macht Sinn. Ach, die Arme, also schon wieder zu 106. How are the thieves doing? Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Ups. So, okay.
So, dann parken wir hier eben. So, den Fernseher haben wir übrigens hinten auch noch drauf. Den habe ich eben nicht verkauft. Habe ich wieder vergessen. Klasse. Gut. Wieder, damit wir nicht erkannt werden. So. Wieder die Arm von 106. Wie sieht's da gerade aus? Schlafzimmer, Badezimmer, Badezimmer. Unbekannt. Okay, Gästezimmer. Aber ich glaube, dieses Seitenfenster, wo wir die ganze Zeit eingestiegen sind, ist, glaube ich, ganz cool zum Einsteigen. Was? Warum? Wo? Wie? Wie oft das in diesem Spiel passiert, dass ich nicht check, von wo ich gesehen wurde. Die rennt da schon wieder rum. Routine des Mieters kennengelernt. Kannten wir aber, glaube ich, schon. Na gut, komm, versuchen wir es nochmal. So, die geht gerade wieder rein ins Haus. So, hier machen wir wieder auf. Und leise steigen wir durch das Fenster ein. Okay. Sie knallt die Tür, kein Thema. Okay. Zack, zack, zack. Aber wie mache ich jetzt das Tor auf? Garagenschalter. Das hören die dann ja und dann müssen wir versuchen, schnell wegzufahren. Mal gucken, ob das klappt. Zack, Auto geklaut, mitten am Tag außer Garage. Alter Schwede. Zack, und wir fahren nochmal eine extra Runde, denn hier geht's gar nicht nach Hause. So, hier aber links. So, sehr schön. Easy. Geil. Einfach ein Auto aus der Garage geklaut. Neues Tutorial und der Chef der Lombardis ruft wieder an. I need the gearbox and catalytic converter. Send them to me via Black Bay once you're done. Getriebe und Katalysator braucht er. Steht das Auto jetzt hier bei uns? Ja. Das heißt, müssen wir das irgendwie für Getriebe und Katalysator, aber dafür muss man, glaube ich, nicht auf die Grube fahren, oder? Also, neues Tutorial. Mechaniker-Tutorial. Es gibt drei Arten von Teilen, Motor, Fahrwerks- und Radteile. Um Motorteile abzunehmen, darf das Auto nicht angehoben werden. Um die Fahrwerksteile abzunehmen, musst du das Fahrzeug anheben, unter das Fahrzeug gehen und es ansehen und dann auf E drücken. Radteile werden abgenommen, indem man sich das Rad ansieht und E drückt. Okay. Ölwanne, Wasserpumpe, Zahnriemen, Generatorriemen. Okay. Generatorriemenscheibe brauchen wir. Generator. So. Und, Riemenscheibe zur Wasserpumpe auch. Weil ich frage mich nur gerade, ach nee. Nimm Getriebe und Katalysator brauchen wir. Gott. Also, ich habe keine Ahnung von Autos. Was haben wir hier? Zündkabel, okay. Spannrolle. Kann ich irgendwie die Kamera noch bewegen? Nee, wohl nicht.
Was heißt es mit Start so nach unten ziehen? Hier hinten haben wir die Autobatterie. Okay, die kenne sogar ich. Alles klar. Aber soll ich einfach mal alles abbauen, so was grün ist, was wir abnehmen können? Riemenscheibe zur Wasserpumpe, Wasserpumpe. Jetzt können wir den Zahnriemen abnehmen. Abgaskrümmer. Zündkabel. Zylinderabdeckung. Einlassnockenwelle. Alter Schwede, Auslassnockenwelle. Zündkerzen. Automatikgetriebe. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Das Automatikgetriebe ZP6, aber kommen wir gerade irgendwie nicht hin. So, jetzt aber. Automatikgetriebe, Zuführleitung. Saugrohranordnung. Alter, jetzt haben wir es auch bald ganz auseinander gebaut, ne? Die Ölwanne. Jetzt. Okay, was brauchen wir noch? Katalysator. Wer, wo oder was ist ein Katalysator hier beim Auto? Autobatterie können wir nicht ausbauen. Ah, oh, Mensch, na endlich. Ich wollte schon sagen, wie kann man hier drehen? So, alle Schrauben entfernt. Gebrauchte Kupplung. Mittelschalldämpfer. Okay. Ich glaube, irgendwie können wir gerade nicht mehr viel machen. Gefühlt. Wie kann ich das dann wieder verlassen, diese Ansicht? Im Moment gar nicht. So wie es aussieht. Das ist der Katalysator, okay. Das heißt, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber wie kommt man daran? Wie kommt man da jetzt ran, ist die Frage. Ich kann weder die Ansicht verlassen, noch kann ich hier noch irgendwas abbauen. Doch, mit E kann man die Ansicht wieder verlassen, okay. So können wir dann auch den Katalysator abbauen, okay. Nehmen trotzdem mal alles ab hier von unten. Autobatterie. So, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles. Reifen könnte man eigentlich auch noch irgendwie machen. Aber will er gerade nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wir gehen mal kurz an den Rechner. Gucken mal, ob wir Katalysator und Getriebe via Black Bay verschicken können. Katalysator und Automatikgetriebe ZP6. Weg damit. Generator und Wasserpumpe machen wir dann auch direkt, wenn wir schon mal vollständig haben. Und das war's aber an vollständigen Sets hier. Ja, sehr gut. Hey, have you tried completing some contracts? It makes good money and provides experience. Try it out. Okay, ich schließe 5 Aufträge ab. 4 davon haben wir schon abgeschlossen. Welche meinen Sie? Diese Thief Contract, oder? Da müssen wir noch 12 Schlösser knacken dafür. Oder meinen die hier Hell Neighbor? Das weiß ich gerade nicht. Aber gut, damit, liebe Leute, beschäftigen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal, liebe Leute, reingehauen und ciao.